Beim patentierten Sirius Primary System handelt es sich um ein einzigartiges Farbsystem. Auf einfachste Weise lässt sich damit das gesamte Farbspektrum ausmischen, über 78.000 Farbtöne allein mit dem 5-Tropfen-Mischsystem. Von der stahlblauen Augenfarbe bis zum rosigen Hautton, vom klaren Bergseeblau bis zum gräulichen Wolkenmeer. Die halblasierende, matte Sirius-Acrylfarbe trocknet wasserfest auf und überzeugt durch ihre große Reinheit und Strahlkraft. Die ebenfalls lasierende, matte Sirius-Wasserfarbe trocknet wasserlöslich auf und eignet sich für verschiedene Techniken wie auch Aquarell. Im Sirius-Pentagramm erkennen Sie die 5 Grundtöne von Sirius Primary System. Das neutrale Gelb, ein warmes Rot, ein kaltes Magenta, ein warmes Ultramarin und ein kaltes Cyanblau. Dieses mische ich nun zu einem geschlossenen Farbkreis. Hier das neutrale Gelb, anschließend das kalte Cyanblau, auf dem Weg zum Gelb hin vermischt es sich grün. Ein leuchtendes Grün, auf der anderen Seite das Rot vermischt sich mit dem Gelb zu einem leuchtenden Orange. Dann der kalte Magentaton, Karmin in der Überlappung und hier in der Ausmischung mit Ultramarinblau ein Violett auf der anderen Seite zum Blau hin. Die Ausmischung der Grundtöne im selben Flächenverhältnis hier in der Mitte ergibt ein sattes, tiefes Schwarz. Selbstverständlich lassen sich mit dem Sirius Primary System unzählige Farbtöne ausmischen. Mit dem 5-Tropfen-Mischsystem 78.000 Farbtöne insgesamt. Ich möchte Ihnen nun anhand von 4 Beispielen zeigen, wie einfach es ist, auch ganz spezielle Farbtöne zu mischen. Hier zum Beispiel einen speziellen Hautton. Ich nenne ihn mal Teerose. Teerose mit etwas Gelb, einem Tropfen Rot, einem Tropfen Magenta und 2 Tropfen Schwarz vermischt miteinander. Ergibt es einen satten, intensiven Braunton, welchen ich jetzt auch in Lasur auftragen könnte, verdünnt mit Wasser. Allerdings gebe ich jetzt hier als erstes mal etwas Weiß dazu. Viel Weiß. Mische das jetzt hier zusammen aus und es entsteht, man sieht es sehr schön hier, ein warmer Hautton mit etwas Wasser anstelle von Weiß, jetzt auf der rechten Seite vermischt und aufgetragen hier als Lasur, so dass das Weiß des Papiers durchscheint und die Farben zum Leuchten bringt. Ist eine weitere Methode, diese Farben
oder weiß in diese Farben einzubringen. Als nächstes mische ich ein Waldgold, einen speziellen Grünton. Grünocker könnte man auch sagen, mit viel Gelb, etwas weniger Schwarz und wenig Rot. Hierzu ein Klacks Rot, das ergibt dann ein warmes Orange und etwas Schwarz, um das Ganze ins Ocker zu verschieben. Kommt sehr schön in Kombination mit Grün- und Blautönen. Ein Novemberrot, viel Magenta. Etwas Schwarz, wenig Ultramarinblau und Rot und noch weniger Cyanblau. Das tragende Element hier, die tragende Farbe ist das Magenta. Dann etwas Schwarz zumischen. Das gibt dieser Farbe Tiefe. Und dann Ultramarinblau, um das Ganze ins Violette zu verschieben, mit dem Rot wieder etwas aufzuhellen und mit letzter Farbe, mit dem Cyanblau, noch den Finish zu geben für ein saftiges, intensives Novemberrot. Hier mit etwas Wasser vermischt in Lasur, ohne Weiß, nur das Weiß vom Papier wirkt, scheint durch, es ergibt sich ein intensiver Novemberrot-Farbton. Und als letztes dann noch ein Morgenblau. Dazu verwende ich viel Weiß, etwas Cyanblau, einen Tropfen Schwarz und einen Tropfen Ultramarinblau. Es ergibt einen hellen Blauton, deshalb verwende ich auch viel Weiß. Gebe etwas Cyanblau dazu. Dann wenig Schwarz, um das Ganze etwas zurückhaltender zu machen, dem Blau etwas Intensität zu nehmen. Und gebe dann die Wärme mit dem Ultramarinblau wieder zurück. Auch hier in Lasur aufgetragen, noch intensiver.